is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Schutz durch Engel in der Zeit der Trübsal. Geht hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Am Tag schwerer Prüfung wird Christus sagen: Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Was sind das für Kammern, in denen sie sich verstecken sollen? Es ist der Schutz Christi und der heiligen Engel. Das Volk Gottes befindet sich ja zu diesem Zeitpunkt nicht an einem Ort. Sie sind in verschiedenen Gruppen auf allen Erdteilen verstreut. Ich sah, wie die Heiligen die Städte und Dörfer verließen, sich in Gruppen zusammenschlossen und an den einsamsten Orten wohnten. Engel versorgten sie mit Nahrungsmitteln und mit Wasser, während die Ungerechten an Hunger und Durst litten. Während der Nacht zog eine höchst eindrucksvolle Szene an mir vorüber. Es schien ein großes Chaos zu geben, und Kriegsheere stießen aufeinander. Ein Bote des Herrn stand vor mir und sagte: Rufe deine Familie zusammen. Ich werde euch führen, folgt mir. Er führte mich durch einen dunklen Gang, durch einen Wald und schließlich durch eine Bergschlucht und sagte dann: Hier seid ihr in Sicherheit. Auch andere waren in dieses Versteck geführt worden. Der himmlische Bote sagte: Die Zeit der Trübsal ist wie ein Dieb in der Nacht gekommen, so wie der Herr euch davor gewarnt hat. In der Zeit der Trübsal, kurz vor der Wiederkunft Christi, werden die Gerechten durch den Einsatz himmlischer Engel bewahrt werden. Doch die Übertreter des göttlichen Gesetzes werden nicht beschützt werden. Zu jener Zeit können Engel niemanden bewahren, der eine der göttlichen Vorschriften missachtet. In der Abschlussphase der Weltgeschichte wird der Herr mächtig für alle wirken, die standhaft für das Recht einstehen. Inmitten der Zeit der Trübsal, eine Trübsal, wie es sie nicht gegeben hat, seit es Menschen gibt, werden seine Auserwählten festbleiben. Satan mit all seinen Heeren des Bösen kann nicht einmal den Schwächsten unter Gottes Heiligen vernichten. Außerordentlich starke Engel werden sie beschützen. Und Jahwe wird sich um ihretwillen als Gott aller Götter offenbaren, der sehr wohl in der Lage ist, jene für immer zu retten, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. The Lord is coming. Are